Ja, vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, auch auf der fast leeren Tribüne. Die Fußball-WM steht jetzt kurz bevor und viele, ja, auch das kann man hier sagen, und viele kritisieren die FIFA für ihre Gigatomie und den Größenwahn. Sagen, Fußball findet nicht nur alle 4 Jahre statt, bei Großereignissen, sondern vielmehr nach Feierabend im Liga-Alltag. Fußball heißt für viele Flutlicht, Regen, kein Stadiondach und die eigene Mannschaft verliert 1:0. In der Verkehrspolitik sind wir, was die Großprojekte angeht, vielleicht schon einen Schritt weiter. Wir verzichten zunehmend auf Großbauvorhaben und betrachten verstärkt den Betriebsalltag. Nicht Stuttgart 21 steht für einen Verkehrspolitiker auf der Tagesordnung, sondern alltägliche, grundhafte Erneuerung. Nicht das eine Highlight, sondern Bauvorhaben wie Burlauer Weg von Grabenstraße bis Buchenallee in Bocholt, vor allem aber viele Reparaturen und Kleinverbesserungen, gerade auf der letzten Meile. In diesen kleinen Projekten entscheidet sich, ob wir in der Liga bleiben oder absteigen. Aber mit den vorhandenen Mitteln haben wir bestenfalls Außenseiterchancen auf den Klassenerhalt. Wir begrüßen den Antrag der CDU und FDP, denn die Mobilität im ländlichen Raum muss sichergestellt bleiben. Die Gemeindestraßen haben nach Dähre den größten Nachholbedarf im Vergleich zu Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen. Die Wirtschaftswege, die so weitgehende Funktionen haben, sollten auch in unser Blickfeld kommen. Ich denke, Sie meinen nicht die Wege im Privatbesitz, sondern die öffentlichen. Im Ausschuss sollten wir uns natürlich um die landwirtschaftlichen Wege im Gemeingebrauch kümmern. Auch da die heutige Landtechnik andere Anforderungen an die Wirtschaftswege stellt als in der Vergangenheit. Wir sehen tatsächliche Möglichkeiten, die ELA-Förderung entsprechend anzupassen. Zu Punkt 1 Ihres Antrags, der nicht nur rein Wirtschaftswege betrifft. Ja, grundsätzlich müssen wir uns stärker an der bereits vorhandenen Infrastruktur in den Kommunen ausrichten. Wir hatten gestern eine Anhörung zu unserem Antrag zur ÖPNV-Finanzierung und auch da vor allem vor dem Hintergrund kommunaler Finanzierung und der überkommunalen Bedeutung dieser Verkehre. Genau wie in Ihrem Antrag haben wir die Perspektive der kommunalen Verkehrsinfrastruktur in den Mittelpunkt gerückt. Und zwar, weil die Landesregierung genau das versäumt. Sie heben hervor in Ihrem Antrag, dass Wirtschaftswege auch Zubringerfunktionen erfüllen und das Netz erweitern. Lassen Sie mich da das Netz noch ein bisschen enger knüpfen. Bereits die Dähre-Kommission stellte fest, dass Gemeindestraßen in einem engen Leistungs- und Subventionsverhältnis mit dem ÖPNV sowie dem Radfahrer- und Fußgängerverkehr stehen. Wenn wir zudem eine Flexibilisierung der Verkehrsträger untereinander erreichen können, wäre schon viel gewonnen. Aber unabhängig vom gewählten Verkehrsmittel ist als allererstes die Voraussetzung für zukünftige Schritte ein guter Verkehrsträgerzustand. Und dazu zählt natürlich auch die kleinste Straße. Jeder Radweg, auch wenn er ursprünglich und weiterhin ein Weg für Traktoren ist, zählt dazu. Ein öffentlicher Wirtschaftsweg im guten Zustand, mag die CDU vielleicht überraschen, fördert auch den Radverkehr und das sogar auch für Pendler. Wir werden Sie daher unterstützen, vor allem dort, wo an alle Verkehre gedacht wird. Ihnen geht es ja um die Verkehrserschließung des ländlichen Raums. Und auch die wird sich wandeln. Fahrrad, ÖPNV, neue Mobilitätskonzepte, all das gehört in ein zukunftsfähiges Gesamtkonzept. Bedenken Sie das auch bei neuen Wegkonzepten, was die Wirtschaftswege betrifft. Und dann gilt an der Stelle nämlich tatsächlich auch nicht mehr das Verursacherprinzip, wenn es um eine Erneuerung dieser Wege geht. Jetzt müssen halt nur noch die ELA-Mittel auch dafür nutzbar sein. Das werden wir dann bei der weiteren Beratung sehen. Vielen Dank.